Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel. Ja, Freunde, wie versprochen, beziehungsweise wie ihr es schon am Titel entnehmen könnt wahrscheinlich, geht es heute wieder mal um einen Tabak von 187. Und zwar kennt ihr den Kollegen einfach schon aus dem Video, wo ich meinen Einkauf vom Elvano euch gezeigt habe. Und zwar geht es heute um den guten Saphir Quelle. Ich hoffe, der Autofokus macht mit. Jawollo. Saphir Quelle. Wer Saphir nicht kennt, Saphir, oder beziehungsweise die meisten werden jetzt eigentlich kennen, Saphir ist ein Mitglied logischerweise 187 Straßenbande und der hat jetzt, beziehungsweise jetzt schon länger, wie Maxwell den Safari hat, hat er seinen eigenen Tabak gekriegt und das Ganze soll Traube Minze sein, Freunde, also ein richtig schöner, ja, Klassiker im Bereich Shisha-Tabak, muss man da wirklich sagen. Das Ganze ist eine 200 Gramm Dose und ihr habt den Kostenpunkt von 16,90 Euro, wie gesagt, Traube Minze ist das Ganze. Wir gehen kurz auf die UVP ein, es ist im Endeffekt wie jede 90% der Tabakdosen, ihr habt hier oben das Logo Saphir. Dann habt ihr hier nochmal das Logo mit Warnhinweisen, den ganzen Schnickschnack drumherum. Und ja, so viel zur Dose. Ich würde sagen, wir machen mal den Geruchstest, was da stärker durchkommt. Ich habe hier auch erst, das müsste jetzt der zweite Kopf sein, den ich hier rausgenommen habe. Machen natürlich mal den Geruchstest, was hier im Vordergrund steht, ob es die Minze ist, ob es die Traube ist. Wobei ich denke, dass es die Minze sein wird, Freunde. Weil sich einfach Minze immer durchsetzt. Diesmal müssen wir hier auch nicht umrühren mit dem guten Bleistift, sondern diesmal habe ich von Werkbund meine Gabel. Und dann rühren wir das Ganze hier nochmal kräftig um, in der Hoffnung, dass ich jetzt halt nicht klecker, Freunde. Falls ihr euch fragt, warum meine Stimme etwas ruhiger ist oder etwas anders ist. Ich war jetzt ein paar Tage angeschlagen, hatte ein paar Halsschmerzen. Und die Stimme ist noch nicht ganz fit, aber wir ziehen das natürlich hier straight durch, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Geruchstest, Freunde, und schauen mal rein, Freunde. Und hier ist nach dem ersten Einatmen, ist es so, dass ihr hier eine schöne frische Minze habt. Sie drückt jetzt nicht so sehr, es ist wirklich eine richtig schön frische, aber dennoch angenehme Minze, wie ich finde. Und das Ganze wird abgerundet mit so einer schönen süßlichen Traube. Ich würde jetzt sogar sagen, es ist eine blaue Traube, beziehungsweise manchen ins schwarze Traube. Ich lege mich jetzt mal auf blaue Traube fest, Freunde. Also eine schöne Frische habt ihr hier im Vordergrund, die nicht so drückend ist, wo ihr jetzt sagt so, uff, ja. Sondern eine schöne frische Minze habt ihr bei dem Tabak. Und das Ganze wird für mich ganz klar abgerundet mit einer schönen süßlichen Traube, Freunde. Ja, Freunde, dann kommen wir jetzt zum Schnitt, liebe Freunde. Der Schnitt ist wirklich 187 typisch. Ist er sehr, sehr gut, beziehungsweise wie ich ihn halt finde, es nimmt halt jeder anders wahr, Freunde, ihr kennt das Spiel, ist er sehr gut. Wie ihr es jetzt hier seht, ich hoffe mal der Autofokus macht ein bisschen mit. Ihr seht es auf jeden Fall, Freunde, so. Nicht zu grob, nicht zu fein, ihr habt hier und da immer mal ein paar kleine Ästchen drinne. Ich sage aber immer wieder, haut die mit dem Kopf rein. Das macht rein gar nichts. Sie können das safe mit wegrauchen. Und vom Schnitt her finde ich ihn völlig okay. Und dann würde ich sagen, schrauben wir das Döschen zu, Freunde. Und gehen in den Geschmackstest rein. So, Freunde, kommen wir zum Geschmackstest. Wie gesagt, Traube Minze soll das Ganze sein. Ein absoluter Klassiker. Und Setup der Pfeife, das ist die D-Law aus dem letzten Unboxing, wie ihr seht. Und mit einem einfachen LED habe ich mir selber gebaut. Oblaco Funnel, 3 Lagen Alufolie, logischerweise gelocht. Und oben haben wir ein Sieb und 3 Black Kokos Gold. Freunde, dann möchte ich sagen, jetzt der Geschmackstest. Also, was mir jetzt beim Geschmackstest auffällt, wo vielleicht zumindest der ein oder andere Funnelraucher sagen könnte, die ersten Sekunden könnte er, oder jemand, der, sag ich mal, neu mit Funnel raucht, könnte er ein wenig drücken. Kann natürlich jetzt auch bloß sein, dass ich vielleicht den Kopfbau nicht ganz akkurat hinbekommen habe. Aber geschmackstechnisch ist es hier, dass es eine volle Traube ist.
Also es ist jetzt nicht wie beim Geruchstest, wo wir gesagt haben, als erstes Minze, dann die Traube. Hier ist es wirklich so eine Traube, die wirklich voll durchkommt, die jetzt nicht zu süß ist, die ebenfalls wie die Minze beim Geruchstest sehr, sehr angenehm ist. Und im Hintergrund, muss ich sagen, beim Geschmack hält sich diese Minze mit einer leichten Frische auch hier nicht zu krass. Und ja, die Traube ist hier, wie gesagt, hier auch süßlich. Ich lege mich auch jetzt beim Geschmackstest fest, es ist eine blaue, schräglich schwarze Traube, Freunde. Und hier habt ihr aber im Hintergrund die Minze. Und im Geruchstest war es ja andersrum, Freunde. Aber nichtsdestotrotz, vom Geschmack her, ich sag mal, wer auf Traube Minze steht, ich brauche eine Traube Minze sehr, sehr gerne mal, solange es eine gute Traube Minze ist. Auch hier versuchen sich sehr, sehr viele Hersteller, die wenigsten oder beziehungsweise nicht alle bekommen es hin. Zumindest für meine Ansprüche, dass ich sage, okay, coole Traube Minze. Aber hier muss ich sagen, überzeugt er mich. Absolute Kaufempfehlung, 16,90 Euro Saphirquelle, 200 Gramm Traube Minze, absoluter Klassiker. Ist für mich wirklich eine Kaufempfehlung und einfach ein sehr, sehr stabiler Tabak wieder von den 187ern. Ja, Freunde, und das sind wir schon wieder am Ende des Videos. Smasht fleißig den Abo-Button, wenn euch das Video gefallen hat, und gebt ein Däumchen nach oben auf das Video, damit wir bald die 180 haben wir jetzt geknackt, aber trotzdem vielen Dank dafür, damit wir natürlich bald die 200 knacken. Und dann würde ich sagen, geht der letzte Zug auf euch. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Ich hoffe, bei euch ist kein Unwetter da, wie es jetzt die letzten Tage war. Und ihr könnt die Sonne genießen am See, im Freibad, was weiß ich wo, Freunde. Raucht ein entspanntes Köpfchen und jetzt ist der letzte Zug auf euch. Und in diesem Sinne, ein schönes Wochenende, Freunde.